Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus oder so. Wir kommunizieren sehr unterschiedlich in vielen Bereichen. In manchen Bereichen verstehen wir uns sofort, aber dann gibt es oft Dinge, wo wir uns fragen, was will er mir eigentlich damit sagen? Was meint er eigentlich damit? Heute kann ich diese Frage für dich beantworten und du bekommst 7 Erklärungen aus dem Petra Fürst Männerlexikon. Bevor wir loslegen, klick hier, abonniere meinen Kanal, damit du ab sofort auch all die neuen Videos und Tipps und Tricks sofort bekommst. Männer, das Buch mit den 7 Siegeln. Sie sprechen manchmal in Rätseln und du versuchst verzweifelt zwischen den Zeilen zu lesen und herauszufinden, was meint er, was soll ich darauf antworten. Vielleicht setzt du dich sogar mit deinen Freundinnen zusammen und besprichst über Stunden diesen einen Satz, den er gesagt hat. Zumindest im Coaching höre ich das sehr oft. Petra, warum hat er genau das zu mir gesagt? Heute bringe ich Licht ins Dunkel. Satz Nummer 1. Warum bist du Single? Du bist doch so attraktiv. Also, was willst du jetzt hören? Das schreiben sie sehr gerne beim Online-Dating, aber manchmal sagen sie es auch wirklich bei einem Date. Warum bist du eigentlich Single? Was soll ich dir jetzt sagen? Möchtest du jetzt meine Ex-Freund-Geschichten hören und wissen, wie schwierig all das war? Oder warum darf ich eigentlich nicht Single sein? Warum eigentlich diese Frage, oder? Was steckt da dahinter? Dahinter steckt in Wirklichkeit seine eigene Unsicherheit. Also einerseits, wirklich so wie er es meint, du bist so attraktiv. Was willst du jetzt eigentlich von mir? So quasi so ein bisschen abchecken, bin ich gut genug für dich? Und dann auch, das zweite ist, stimmt irgendwas nicht mit dir? Hat es einen Haken? Wie kann so eine schöne Frau wie du nicht von hunderten Männern begehrt werden? Männer stellen sich das Leben als Frau ein bisschen anders vor. Die denken so, eine attraktive Frau wie du, der laufen die Männer andauernd hinterher. Und jeder will jetzt gleich was von ihr und jeder will sie heiraten und es ist so easy für dich. Der weiß ja nicht, dass es aus unserer Perspektive manchmal ganz schön schwierig und frustrierend sein kann, einen wirklich passenden Mann zu finden. Und daher kommt er auch mit dieser Frage, warum bist du Single? Und er möchte jetzt rausfinden, stimmt irgendwas mit dir nicht, hat es einen Haken. Daher denk daran, no ex-boyfriend stories. Wir sprechen nicht über unseren Ex. Wenn er sowas fragt, warum bist du eigentlich Single, kannst du einfach sagen, ja, es hat einfach nicht gepasst, wie es halt ist im Leben, weißt du. Manchmal passt für den einen nicht mehr, manchmal passt für den anderen nicht mehr. Manchmal entscheiden beide sich, dass es nicht passt. Und dann sucht man einfach nach einem Partner. Easy. Satz Nummer 2. Du hast bestimmt eine Menge Männer, die dich wollen. Warum interessierst du dich für mich? Was? Was willst du jetzt hören? Das hängt ein bisschen zusammen mit der vorherigen Frage. Da drin ist wieder seine Unsicherheit. Was er jetzt eigentlich von dir hören will, ist, du bist der Schönste, der Tollste, der Stärkste, der Beste. Du bist einfach so mega sexy und ich begehre dich so sehr. So in der Art. Also eigentlich ist das Fishing for Compliments. Er möchte von dir hören, was an ihm toll ist. Und es ist okay. Wir wollen das alle. Gerade in der frühen Kennenlernphase ist es schön, wenn wir Komplimente bekommen. Und du weißt ja, Männer mögen Komplimente, vor allem Komplimente in Bezug auf ihre Intelligenz, auf ihre Leistungen, auf ihren Humor und natürlich in späterer Folge auf sexuelle Leistungen, die sie gebracht haben. Das mögen sie sehr gerne. Also wenn er mit so einer Frage kommt, gib ihm einfach eine ehrliche Antwort. Und es kann sein, hey, ich fand einfach unser Gespräch beim Online-Dating total inspirierend. Du hast so intelligent auf mich gewirkt, da wollte ich dich unbedingt treffen und unbedingt sehen. Also gib ihm dein ernst gemeintes, wertschätzendes Feedback. Und dann ist diese Frage für ihn hoffentlich abgehakt. Dritte Sache, die Männer sagen, ist: Ich habe so extrem viel Arbeit und ich habe immer so viel zu tun. Was meint er damit? Warum sagt er dir das in der Kennenlernphase oder bei den Dates? Ganz einfach, was er dir damit sagt, ist genau das, was er gesagt hat. Ich habe keine Zeit für dich.
Er sagt dir eigentlich, ich werde mir keine Zeit für dich nehmen. Wenn du mich sehen willst, kann ich gerade nicht. Ich habe andere, wichtigere Prioritäten in meinem Terminkalender. Für eine Beziehung nehme ich mir jetzt keine Zeit. Mit einer Frau treffe ich mich nur dann, wenn es zu meinen anderen Terminen passt. Deine Reaktion darauf sollte eigentlich sein, okay, dann viel Erfolg bei deiner Karriere. Wenn du mal Zeit hast, kannst du mich anrufen. Wenn ich dann noch Single bin, gehe ich gerne einen Kaffee mit dir trinken. Mehr oder weniger. Also mach dir bitte nicht so viele Hoffnungen, wenn ein Mann von Anfang an sagt, er hat keine Zeit. Das ist eine Sache, die sie leider wortwörtlich meinen und todernst. Aussage Nummer 4. Meine Ex ist verrückt. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Männer ich getroffen habe, die eine verrückte Ex-Frau haben. Es müsste der ganze Planet voller verrückter Ex-Frauen sein. Interessanterweise haben viele dieser verrückten Ex-Frauen dann plötzlich einen neuen Partner und sind da gar nicht verrückt und ganz normal. Was er dir eigentlich damit sagt, ist, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu verstehen, was meine Ex-Freundin gebraucht hätte. Ich bin nicht damit klargekommen, ihre Emotionen zu verstehen. Ich konnte nicht mit ihr normal über Dinge sprechen und diese Dinge friedlich klären. Und wenn es mit jemandem nicht funktioniert, ist prinzipiell der andere schuld und dann wird er einfach als verrückt abgestempelt. Das heißt, Leute, die sowas sagen, sind meistens in einem Mindset, wo sie anderen die Schuld geben, wo sie davon ausgehen, dass sie alles richtig machen und wenn es nicht funktioniert, sind die anderen Leute schuld. Das kann in manchen Fällen ein Hinweis auf Narzissmus sein. Narzissten haben immer nur verrückte Ex-Freundinnen, aber es muss kein Narzisst sein. Es kann einfach auch nur heißen, dass das jemand ist, der sich nicht besonders viel Mühe gibt, deine Emotionen zu verstehen. Warum nennt man eine Ex verrückt? Möglicherweise hat sie geweint und geschrien und geheult und ist einfach mal ausgeflippt emotional, was ja in vielen Situationen vollkommen verständlich ist. Wir kennen ja nur einen Teil der Geschichte. Wenn sie dir erzählen würde, was dazu geführt hat, dass sie dann vielleicht mal ausgeflippt ist, würdest du vielleicht die ganze Sache ein bisschen anders sehen. Was denkst du dazu? Hinterlass mir hier deinen Kommentar. Ich bin gespannt, deine Meinung zu hören. Satz Nummer 5. Schauen wir einfach mal, was passiert und lassen wir es auf uns zukommen. Das heißt übersetzt, lass uns jetzt am besten gleich miteinander ins Bett gehen und alles andere überlege ich mir dann danach. So, also Vorsicht bei so einem Satz. Du weißt, worauf das hinausläuft. Da kannst du ganz gelassen drauf reagieren und sagen, ja klar, ich schaue mir mal an, wie das mit dir so läuft. Denn in einer Dating-Situation, wer hat die Macht? Wer hat die Entscheidungsmacht? Der Mann? Die Frau? Nee. Beide. Das heißt, er sagt zwar, naja, ich schau mal, ob das dann passt mit uns, aber dasselbe gilt ja auch für dich. Dieser Mann muss sich ja auch qualifizieren, um es überhaupt wert zu sein, dass man sich in ihn verliebt, dass man da mehr Energie reinsteckt. Das heißt, du kannst das gleich direkt spielen und sagst, gute Idee, ich schaue mir einfach auch mal an, wie sich das mit dir entwickelt und dann entscheide ich einfach weiter. Satz Nummer 6, ich suche keine feste Beziehung zurzeit. Heißt übersetzt, ich suche keine feste Beziehung zurzeit. Heißt, ich finde das toll, dass du dich für mich interessierst. Ja, ich habe dir nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt, weil ich wollte mich mit dir treffen, weil du bist gut für mein Ego. Heißt auch, ich würde aber wirklich gern mit dir ins Bett gehen, regelmäßig, am besten dann, wenn es bei mir gut reinpasst. Aber ich möchte nichts von deinen Gefühlen hören und ich möchte mich nicht um dich kümmern, wenn es dir schlecht geht. Und ich möchte nicht für dich da sein und ich möchte auch nicht mit dir irgendwelche Dinge planen. Aber ich hätte schon gern, dass du dich für mich interessierst, mein Ego aufbaust und mit mir ins Bett gehst. Ist das okay für dich? Also wenn jemand sowas zu dir sagt und du suchst im Moment wirklich auch nichts Festes, und bist davon überzeugt, dass du das aushalten kannst, nur so eine Bettgeschichte für ihn zu sein und dass es dir nicht wehtut, okay, dann kannst du sagen, okay, ja gut, dann halt so. In den seltensten Fällen ist das aber so für uns. Meistens gehen wir auf ein Date, weil wir eine Beziehung wollen. Und wenn du eine Beziehung willst und der sagt von Anfang an, dass er keine sucht, dann scheidet er eigentlich aus. Das heißt, der fällt weg und dann würde ich sagen, hey super, vielen Dank für den Kaffee heute.
Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und auf Wiedersehen. Und das ist die einzige Reaktion einer selbstbewussten Frau, die auf sich selbst und ihre Gefühle achtet. Und nein, der ändert seine Meinung nicht. Das haben schon 100 Frauen vor dir probiert, die sagen dann, ja, ich suche eh auch nichts Festes und innerlich denken sie sich, der wird schon mit der Zeit sich in mich verlieben und dann kriege ich ihn dann schon irgendwie so in eine Beziehung rein. Das haben andere schon vor dir probiert und sie sind auch alle gescheitert. Vergiss das, wenn einer von Anfang an nicht will, ist es das nicht wert. Satz Nummer 7. Ja, ich bin noch in einer Beziehung, aber das funktioniert eh schon gar nicht mehr und wir lieben uns nicht und da läuft schon lange nichts mehr. Was das eigentlich heißt, ist, ich werde meine Freundin niemals verlassen. Ich finde es ganz toll, zwei Frauen zu haben. Eine, auf die ich mich total verlassen kann, die dort zu Hause alles erledigt, die immer für mich da ist, die ich kenne. Und eine, die so aufregend und spannend neu ist wie du. Möchtest du nicht einfach meine Geliebte sein, damit ich jemanden habe, bei dem ich mich ein bisschen abreagieren kann und bei dem ich mich so wieder jünger fühlen kann und mein Ego aufbaut? Möchtest du das nicht für mich sein? Mein kleiner Ego-Boost, wie wäre das für dich? Wenn ein Mann sagt, zwischen mir und meiner Frau läuft schon lange nichts mehr, dann müsste die Frage darauf sein, warum seid ihr dann zusammen? Warum bleibst du in einer Beziehung, die nicht funktioniert? Ja, wegen den Kindern. Dann sage ich, okay, also du möchtest deinen Kindern etwas Gutes vorleben, gute Werte vermitteln, stimmt's? Ja, warum gehst du dann fremd? Passt nicht für mich. Oder dann kommt diese, ja, meine Frau ist suizidal und der geht's nicht gut, die wird sich umbringen, wenn ich Schluss mache. What? Psychische Krankheiten gehören zum Psychiater. Wenn jemand wirklich suizidal ist, muss man den Arzt informieren. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der bei jemand anderem bleibt, nur weil der dann sagt, wenn du gehst, dann bringe ich mich um. Das ist kompletter Blödsinn. Also setz da eine Grenze. Bleib eine selbstbewusste Frau, die auf sich achtet und denk immer daran, wenn du zu einem Date gehst, geht es nicht darum, dass du den Mann jetzt beeindruckst und dich für ihn passend machst. Es geht darum, dass es für euch beide passt. Es muss für ihn passen und es muss auch unbedingt für dich passen. Triff dich nur mit einem Mann, der deine Kriterien und deine Werte auch erfüllt. Übrigens, Männer zu verstehen ist einfacher, als du denkst. Wenn du jetzt wissen willst, wie du so schnell wie möglich mit deinem Traummann glücklich werden kannst, klick hier für unser kostenloses Webinar. Hat es dir gefallen? Gib mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.